ist. Warum gehst du eigentlich aufs Barcamp? Ich befürchte, dass ich es wahrscheinlich gar nicht aufs Barcamp 2015 schaffen werde. Bin aber trotzdem ganz begeistert darüber, dass die Tradition, die wir vor vielen Jahren begonnen haben mit den Barcamps Kreativregion in Mannheim und Heidelberg, seinerzeit jetzt endlich aktive Leute gefunden haben, die das weiterführen. Und für die wünsche ich einfach, dass das ein sehr fruchtvolles Barcamp wird, mit vielen guten Ideen, einem guten Austausch und die Kreativregion mit diesem Instrument auch wieder ein Stück zusammenbringt, um neue Ideen zu besprechen und dann auch auf den Weg zu bringen im Anschluss. April ist es, gell?